Die Koalition will morgen den Haushalt vorstellen. Das dürfte auch die Beamten interessieren. Denn nachweislich ist die Besoldung der Berliner deutlich geringer als im Bundesvergleich. Zu niedrig und damit auch verfassungswidrig befanden schon einige Gerichte. Das letzte Wort haben die Richter in Karlsruhe. Allerdings, wenn Rot-Rot-Grün das erst noch abwarten will, könnte der Unmut der Beamten noch größer werden. Schon jetzt ist er nicht zu überhören. Es grummelt gewaltig in den Amtsstuben. Seit Jahren warten die Beamten auf höhere Bezüge. Vergeblich. Aus Angst vor Nachteilen wollen sie nur verdeckt über ihren Frust sprechen. Ja, natürlich fühle ich mich nicht gut behandelt. Also als es losging sozusagen mit den Gehaltseinbußen für die Beamtinnen und Beamten, ging es dem Land sehr schlecht. Und da muss ich für mich sagen, konnte ich das verstehen, dass die Beamtinnen und Beamten da auch ihren Beitrag für bessere Haushaltslagen leisten mussten. Wo bei mir das Verständnis wirklich aufhört, ist, dass jetzt, wo es wirtschaftlich aufwärts geht, die Steuereinnahmen sprudeln und das Geld da wäre, dass man da nichts an seine Beschäftigten zurückgibt. Berlin bezahlt seine Beamten so schlecht, dass dies bereits zwei Gerichte als verfassungswidrig eingestuft haben. Bekommt ein Finanzbeamter im mittleren Dienst Besoldungsstufe A7 in Berlin pro Jahr 31.100 Euro brutto, sind es in Brandenburg 32.500 und beim Bund 34.200 Euro. Für die Beamten sind diese Unterschiede nicht nachvollziehbar. Da sie nicht streiken dürfen, fühlen sich viele hilflos. Letztendlich, was will man machen? Man versteht sich mit seinen Arbeitskollegen gut. Das ist der einzige Trost, der da zur Sache ist. Und ich habe auch schon mal überlegt, den Arbeitgeber vielleicht zu wechseln. Aber wenn man 50 und älter ist, wo will man da noch hin? Finanzsenator Kollatz-Ahnen aber wartet ab. Noch liegen die Urteilsbegründungen nicht vor. Das letzte Wort hat das Bundesverfassungsgericht. Bis zu dessen Urteil will er das Thema ruhen lassen. Gewerkschaften und Hauptpersonalrat aber machen Druck. Sie appellieren, nicht auf unbestimmte Zeit zu warten, sondern bereits jetzt die Bezüge zu erhöhen. Wir haben eine rot-rot-grüne Regierung und die hat die Gerechtigkeit als solches sich auf ihre Fahnen geschrieben. Und Gerechtigkeit, da steckt Recht drin und nicht Verfassungswidrigkeit. Man kann also mal erwarten, dass genau diese Koalition jetzt auch nicht noch Ewigkeiten wartet, sondern mal endlich Butter bei die Fische macht. So. Und auch in den Koalitionsfraktionen wächst der Wunsch, den Beamten schneller entgegenzukommen. Eigentlich wollten sie erst im nächsten Sommer eine Erhöhung, unabhängig von den Gerichtsurteilen. Nun könnte es früher werden. Die Haushaltsberatungen, die derzeit geführt werden, werden im Parlament geführt. Insofern obliegt es jetzt den Fraktionen zu entscheiden, welche Maßnahmen man jetzt noch mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln umsetzen möchte. Und da gibt es von Seiten der SPD-Fraktion ein deutliches Signal, dass man da auch etwas in die Richtung tun möchte. Es könnte also früher ein bisschen mehr Geld für die Beamten geben und das Grummeln zumindest ein wenig leiser werden. Gleich dazu ein aktueller Nachtrag, denn inzwischen ist durchgesickert, dass Beamte nicht erst im August, sondern schon zwei Monate früher vorher Geld mehr kriegen sollen.